Ist Red Bull nach dem Doppelsieg von McLaren nun auf dem besten Wege, die Konstrukteursmeisterschaften der Formel 1-Saison 2024 zu verlieren? Hätte McLaren die teaminternen Querelen zwischen Lando Norris und Oscar Piastri irgendwie verhindern können? Und was gab es sonst noch so aus datentechnischer und strategischer Sicht beim großen Preis von Ungarn? Das gibt es jetzt hier im Strategievideo. Und wir beginnen beim Weltmeisterteam, bei Red Bull. Denn mit dem Doppelsieg von McLaren hat McLaren jetzt ganz schön aufgeholt in der Konstrukteursmeisterschaft. Nur noch 51 Punkte fehlen auf Red Bull, die ihrerseits ein schwieriges Wochenende hatten. Max Verstappen, der war sehr unzufrieden mit seiner Strategie, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Sergio Perez natürlich wieder mit schwieriger Ausgangslage nach dem Crash im Qualifying. Auch seine Pace werden wir uns nochmal genauer anschauen. Doch wir kommen erstmal zu den Updates von Red Bull, weil da gab es ja schon in Silverstone ein paar kleinere Teile, jetzt in Ungarn dann ein etwas größeres Paket. Max Verstappen hat die kompletten Teile bekommen, Sergio Perez ja nur einen kleineren Teil. Und da hat uns die Frage erreicht von Kanalmitglied Milub. Hallo Kevin, kannst du aus den Daten sehen, ob das Red Bull Update etwas gebracht hat? Vergleich der Performance Max gegen Checo, Unterschied der Performance McLaren Red Bull zu vorherigen Rennen. Bewirkt das Update einen reduzierten Reifenverschleiß und kann man einen Ausblick auf den Belgien Grand Prix wagen hinsichtlich der Performance dort? Ja, also die Vorschau für den großen Preis von Belgien, nicht Gelbien, Belgien, gibt es natürlich am Ende des Videos, wie nach jedem Strategievideo. Und wir fangen erstmal an, der Vergleich Max Verstappen gegen Sergio Perez. Wie gesagt, Sergio Perez nicht mit dem vollen Paket. Trotzdem muss man sagen, ja, seine Pace ist einerseits sehr schwierig einzuordnen, weil im Qualifying ja im Q1 schon gecrashed, da können wir nicht viel rauslesen. Trotzdem hat er eigentlich ein relativ gutes Wochenende gehabt. Gerade am Freitag sah es sehr gut aus, im ersten und zweiten Training auch die Longruns waren gut und ehrlicherweise auch die Rennpace, und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, ehrlicherweise können wir nur den letzten Stint von Sergio Perez vergleichen, weil von Startplatz 16, da ging natürlich am Anfang nicht viel, da hatte er Verkehr, hat dann am Start auch ja, wieder mal ein paar Positionen verloren. Trotzdem, der letzte Stint von Sergio Perez, der war ziemlich stark und das können wir hier sehen. Wir vergleichen das mal mit ein paar Fahrern, die zur ähnlichen Zeit an der Box waren. Gut, Hamilton jetzt nicht, den nehme ich noch raus. Da können wir sehen, Sergio Perez unten rechts hat im Schnitt auf seinen Medium-Reifen am Ende eine 1,22,4 gefahren. Wenn wir das mal vergleichen, zum Beispiel mit Carlos Sainz, der in der gleichen Runde an der Box war, der kommt hier bei einer 1,22,6 raus. Das heißt, da war er schon mal 2 Zehntel pro Runde schneller. Und ehrlicherweise auch, wenn wir uns mal die Zeiten von Oscar Piastri anschauen, der kam im Stint-Schnitt auf eine 1,22,37. Also Perez da nur marginal langsamer und tatsächlich auch sogar schneller im letzten Stint als Max Verstappen, der seinerseits da natürlich im Verkehr hing, auch mit der Kollision von Lewis Hamilton wahrscheinlich nicht ganz repräsentativ. Aber auch wenn wir uns mal die Rennpace der Fahrer über das komplette Rennen anschauen, sehen wir erstmal, wenn wir uns die beiden Red Bulls anschauen, Max Verstappen, den haben im Schnitt 3 Zehntel gefehlt auf Lando Norris, der hier der schnellste Fahrer des Rennens war, Sergio Perez 0,53 Sekunden pro Runde, was eigentlich relativ akzeptabel ist, dafür, dass wirklich im ersten Stint gar nichts ging, weil da steckten sowohl er als auch George Russell hinter Yuki Tsunoda fest und kam da erst im Mittelstint vorbei. Also hier können wir sehen, der Vergleich Verstappen-Perez, ja zugunsten von Verstappen ungefähr 2,5 Zehntel pro Runde. Klar, Max Verstappen Verkehr mit Lewis Hamilton, aber wie gesagt, Perez ehrlicherweise auch. Also jetzt ist natürlich die Frage, war jetzt Sergio Perez auf einmal so gut in Ungarn? Ich würde vermuten schon, weil wie gesagt, der Freitag sah schon gut aus. Man könnte das in den Spieß aber auch rumdrehen, weil in den letzten Rennen hatten wir ja schon eher gesehen, dass Sergio Perez so eine halbe Sekunde hinter Max Verstappen lag pro Runde. Jetzt waren es eben nur 2,5 Zehntel. Vielleicht war das Update auch ein Rückschritt. Also würde ich jetzt mal nicht vermuten. Aber ich denke, dass Sergio Perez sich definitiv verbessert hat. Was das Update jetzt nun genau bringt, das ist ehrlicherweise noch schwer zu sagen, nur nach einem Rennen. Ich denke mal, ein richtig großer Schritt nach vorne ist es nicht gewesen. Und auch wenn wir uns das Thema Reifenverschleiß nochmal anschauen, da gab es ja auch die Frage dazu. Das sah bei Red Bull ehrlicherweise auch nicht so gut aus. Bei Max Verstappen natürlich ein bisschen schwer zu sagen mit dem Verkehr mit Lewis Hamilton. Aber auch Sergio Perez war jetzt nicht grandios beim Reifenverschleiß, trotz guter Pace. Also da zieht sich schon so der Trend fort bei Red Bull, dass das weiterhin nicht gerade die Stärke des Autos ist. Ja, was bedeutet das Ganze jetzt für das Entwicklungsrennen für Red Bull? Gerade vor dem Hintergrund, dass McLaren immer mehr Punkte macht und wahrscheinlich das schnellste Auto hat. Das können wir nämlich hier sehen. Und zwar vergleichen wir mal so ein paar Etappen der Formel 1-Saison 2024, und zwar die Rennpace. In der linken Spalte haben wir die ersten 5 Rennen, Bahrain bis China, dann in der mittleren Spalte Miami bis Spanien, die nächsten 5 Rennen. Und ganz rechts haben wir die letzten 3 Rennen aus, nicht Australien, Österreich bis Ungarn. Und da können wir sehen, ja, McLaren jetzt wahrscheinlich schon, kann man sagen, seit Miami hat man das schnellste Auto.
Und ehrlicherweise, Red Bull fällt immer weiter zurück. Ehrlicherweise, dieser Rückstand von ungefähr einer Zehntel in der rechten Spalte, Österreich bis Ungarn, ist vielleicht noch relativ schmeichelhaft. Weil das hat schon so den Grund, Österreich war ja ein sehr, sehr gutes Wochenende von Red Bull, da hat man wahrscheinlich überperformt. Zudem kommt hinzu, dass man in Silverstone ja so ein bisschen durch diese Mischbedingungen auch profitiert hat. Ich denke mal, wenn es trocken geblieben wäre, hätte man da oder wäre man da weiter zurück gewesen. Also wenn ich das bereinige, glaube ich, der McLaren ist momentan das schnellste Auto. Red Bull fehlen ungefähr 2 Zehntel pro Runde. Und ehrlicherweise muss man fast sagen, dass Mercedes ja wahrscheinlich schon auf Augenhöhe fährt mit Red Bull. Vielleicht die noch marginal dahinter, was wir zum Beispiel auch sehen können, Ferrari, wie die immer weiter zurückgefallen sind. Also das ist so der Stand bei Red Bull, die neuesten Updates, ja, selbst die scheinen nicht so wirklich was gebracht zu haben. McLaren hat weiterhin das schnellste Auto. Um das Thema Red Bull abzuschließen, befassen wir uns jetzt noch kurz mit den Strategien der beiden Fahrer. Vielleicht mal zunächst zu Sergio Perez, der ist ja eigentlich vor George Russell ins Rennen gegangen, hat dann am Start ein paar Positionen verloren. Red Bull hat das bei ihm aber sehr gut gemacht. Man hat dann den Undercut gegen Russell gewagt, der eigentlich ja gar nicht so einladend war, weil man mitten im Verkehr rauskam. Perez kam da trotzdem schnell durch und hat dann Russell so über die Strategie überholt. Das hat man also gut gemacht. Anders sah es da bei Max Verstappen auf, weil da hat man sich nämlich undercutten lassen. Zunächst einmal von Lewis Hamilton und am Ende des Rennens dann auch von Lewis Hamilton und von Charles Leclerc. Ganz zum Unmut des Niederländers. Und passend dazu haben wir auch noch eine Frage reinbekommen. Frage an Kevin: Könntest du vielleicht einen Topspeed-Vergleich unter den Teams anstellen? Es sah so aus, als ob Verstappen einfach nicht schnell genug war für den Geraden, trotz der neueren Reifen. Ja, die Topspeeds, die habe ich mir angeschaut. Ehrlicherweise können wir da jetzt nicht unbedingt rauslesen, dass Red Bull mega langsam war auf der Geraden. Man war ungefähr auf einem Niveau mit den restlichen Top-Teams. Man kann ja sagen, McLaren kommt vielleicht hinten raus, weil die ja nur an der Spitze gefahren sind. Also das DRS ist ja rausgerechnet, aber der Windschatteneffekt nicht. Also das ist der Grund, warum McLaren ja ganz hinten liegt. Der Topspeed bei Red Bull, ja, der war nicht grandios. Das sah in der Vergangenheit schon mal besser aus. Also da war ja vor allem jetzt Haas wieder sehr, sehr stark. Aber ob das jetzt der Hauptgrund war, das würde ich mal bezweifeln. Ja, die Strategie kann ich aber trotzdem ehrlicherweise verstehen von Red Bull, weil man wollte natürlich das Rennen gewinnen gegen McLaren und das gewinnst du nicht, wenn du einen Undercut verhinderst seitens Lewis Hamilton, weil dann hast du den Reifenvorteil hinten raus nicht mehr. Also man hat diese Overcut-Strategie schon probiert, um gegen McLaren nochmal etwas ausrichten zu können, hat dann im Endeffekt nicht geklappt, weil Max Verstappen einfach nicht an Lewis Hamilton vorbeikam. Und damit sind wir jetzt beim Aufreger des Rennens, die McLaren-Teamstrategie. Ja, Oscar Piastri hat den Start gewonnen gegen Lando Norris, hat das Rennen lange angeführt und dann beim zweiten Reifenwechsel legt man den Undercut hin mit Lando Norris und ja, Oscar Piastri kommt dann ja dahinter wieder auf der Strecke raus. Warum hat McLaren das gemacht und hätte man das irgendwie besser lösen können, das Drama? Naja, es gab halt ein Problem. Man hatte so zwei Risiken, die man abdecken musste. Einerseits gab es den Undercut von Lewis Hamilton, der schon sehr stark war. Also er hat dann zwischenzeitlich über eine Sekunde auf Lando Norris aufgeholt pro Runde. Der hatte dann nur noch einen Vorsprung von hochgerechnet 5 Sekunden. Also nach dem Boxenstopp wäre er 5 Sekunden vor Lewis Hamilton rausgekommen. Man wollte da, glaube ich, kein zu großes Risiko eingehen. Und Norris an Position 2 war natürlich gefährdeter für den Undercut als Oscar Piastri, der noch weiter vorne auf der Strecke lag. Deswegen hat man Lando Norris eben zuerst reingeholt. Jetzt hatte man aber noch ein Risiko, was man abdecken musste, denn Max Verstappen hat den Overcut gemacht. Der lag so ungefähr 8 Sekunden hinter Oscar Piastri. Das heißt, hätte McLaren Oscar Piastri auch reingeholt, wäre Verstappen an der Spitze gewesen und wäre dann ein Safety Car rausgekommen, dann hätte Max Verstappen das Rennen gewonnen, weil das Safety Car Boxenstopp Delta deutlich geringer ist und damit wäre er vor beiden McLarens rausgekommen. Also McLaren wollte sich dann beide Richtungen absichern, dass man auf jeden Fall das Rennen gewinnt und dann kam eben dieses ja kuriose oder diese kuriose Situation raus mit der Teamorder. Deswegen viel anders lösen können hätte man es, glaube ich, nicht. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wenn Lando Norris Oscar Piastri direkt zu Beginn des Stints vorbeigelassen hätte. Dann hätte es weniger Diskussion gegeben. Und so hätte Lando Norris vielleicht auch nochmal eine Chance gehabt, Oscar Piastri tatsächlich anzugreifen. Ich habe mir die Rennpace der beiden mal angeschaut. Gerade im letzten Stint, da war Lando Norris der schnellere Pilot. Der war ungefähr 1,5 bis 2 Zehntel schneller als Oscar Piastri. Und ich denke mal auch, das war so ungefähr das Delta, was Max Verstappen gegenüber Lewis Hamilton hatte. Und der wäre ja fast vorbeigekommen. Also es hätte vielleicht so auch so nochmal klappen können für Lando Norris, obwohl es natürlich schon schwierig gewesen wäre, weil zu Beginn des Rennens kam er natürlich auch nicht vorbei. Spätestens jetzt dürfte doch aber jedem klar sein, dass der McLaren das schnellste Auto im Feld ist. Klar, die Strecke in Ungarn mag dem Team vielleicht auch entgegengekommen sein, aber was das Entwicklungsrennen angeht, auch da nochmal passend eine Grafik dazu.
Da muss man sagen, hat McLaren die Spitze des Feldes übernommen. Hier können wir das nochmal sehen, die Rennpace der Top-Teams, wie sich die Abstände entwickelt haben. Also hier die Linie, die bei 0 rauskommt, da hatte man eben das schnellste Auto und danach richten sich die Abstände. Und da können wir schon sehen, seit Miami ist McLaren da wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau. Man hatte vielleicht nicht immer das schnellste Auto, aber man war maximal eine Zehntel weg vom schnellsten Auto. Also über den Schnitt hinweg konnten wir auch in der Grafik schon bei Red Bull vorhin sehen. Da kommt McLaren eben bei Null raus und ich würde zudem mal stark anzweifeln, ob Red Bull in Kanada und in Spanien das schnellste Rennauto hatte. Aber da gab es ja ein paar andere Probleme bei McLaren. Was wir ja auch noch so ein bisschen sehen können, Red Bull, ja, die Kurve geht jetzt schon eher nach oben. Ungarn, klar, die Rennpace war jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz repräsentativ mit dem Verkehr, den Max Verstappen hatte. Ich glaube, da wäre man sonst so bei ungefähr 0,15 Sekunden pro Runde gelandet. Oder den Verkehr mit Hamilton. Bei Ferrari sieht man hier auch wieder schön, dass die zurückgefallen sind. Und damit sind wir auch schon bei der Scuderia, die im Duell mal wieder waren mit Mercedes. Ja, es gab ja vor allem dieses Duell Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc und da haben uns einige Fragen erreicht in den Kommentaren zur Strategie des Ferrari-Piloten. Erstmal die Frage von Anthony, hätte Leclerc mit einer Einstoppstrategie auf das Podium fahren können? Also, wenn Leclerc in die Box gekommen wäre, wie er es gemacht hat, nämlich in Runde 23 für den ersten Stopp, dann auf keinen Fall, dann wäre er hochgerechnet, also ich habe das mal hochsimuliert, ungefähr in Runde 57 von Lewis Hamilton überholt worden. Wenn er den ersten Stint aber noch weiter verlängert hätte, sagen wir mal bis Runde 30, dann hätte das schon enger werden können. Ich vermute trotzdem mal, dass es nicht gereicht hätte, weil der Mercedes trotzdem das leicht bessere Auto war. Und anschließend dazu eine zweite Frage zur Strategie von Ferrari. Von Zaccaria F1 hätte Leclerc mit einem längeren Mittelstint Hamilton am Ende überholt mit dem Reifendelta. Auch hier würde ich sagen nein, weil wir können uns das auch nochmal in der Simulation anschauen. Bei Max Verstappen, der hat das nämlich versucht und bei ihm hat es auch nicht geklappt. Hier können wir also die Strategien des Rennens in Ungarn sehen, wann die Fahrer an der Box waren und wie sich die Abstände verhalten haben. Und entscheidend ist halt hier diese Situation um Runde 40. Da kamen nämlich Lewis Hamilton und Charles Leclerc beide in die Box. Ich glaube, es war von Ferrari der Versuch, Max Verstappen zu undercutten, was dann ja schließlich auch geklappt hat. Verstappen konnte dann Leclerc erstmal wieder überholen. Am Ende war Leclerc dann trotzdem vorne. Was wir hier so ein bisschen sehen können, der Overcut, den Max Verstappen probiert hat, das wäre quasi dann auch, wie in der Frage vorgeschlagen, die Leclerc-Strategie gewesen. Da konnten wir ja schon sehen, Max Verstappen, der kam nicht an Lewis Hamilton vorbei. Oder vielleicht wäre er irgendwie vorbeigekommen noch, wenn es den Crash nicht gegeben hätte. Ich glaube aber, der Mercedes war das leicht schnellere Auto als der Ferrari, während der Red Bull wiederum schneller als der Mercedes war. Das heißt, es wäre leichter für Verstappen gewesen, Hamilton zu überholen, als für Leclerc. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass Charles Leclerc Lewis Hamilton in diesem Rennen nicht hätte schlagen können. Jetzt müssen wir aber nochmal über die Pace von Mercedes und von Ferrari sprechen und da nochmal die Grafik aufmachen, die vorhin auch schon gezeigt wurde. Lewis Hamilton da im Schnitt 2 Zehntel pro Runde langsamer als Lando Norris an der Spitze. Drin haben wir Charles Leclerc, Max Verstappen praktisch gleich schnell, 3 Zehntel pro Runde langsamer. Wobei, wie gesagt, bei Verstappen mit der Strategie und mit dem Verkehr hinter Lewis Hamilton, er wäre da wahrscheinlich eher hier realistischerweise auf dem dritten Platz rausgekommen. Carlos Sainz haben ungefähr 4 Zehntel pro Runde gefehlt, George Russell 5 Zehntel. Ich persönlich finde, Ferrari hat eigentlich ein relativ gutes Rennen gezeigt. Ich hätte nach den Longruns vom Freitag nicht erwartet, dass sie 3 Zehntel an McLaren dran sind und ja ziemlich auf Augenhöhe sogar mit Red Bull waren. Und ehrlicherweise konnten sie auch ziemlich gut mit Mercedes mithalten. Deswegen schon so ein kleiner Schritt nach vorne. Klar, die mittelschnellen Kurven in Ungarn, die ja fördern das Bouncing nicht so sehr. Deswegen muss man jetzt erstmal Belgien abwarten, wie es da läuft. Trotzdem glaube ich, ein guter Schritt nach vorne für Ferrari. Was Mercedes angeht, ja, so ein bisschen die Vermutung aus, wie die wir schon im letzten Video angesprochen haben. Man hat noch nicht bewiesen, dass man auf, ja, warmen oder sehr heißen oder mit warmen, sehr heißen Temperaturen die erste Kraft ist. In Silverstone und auch in Kanada, wo man ja im Trockenen praktisch das schnellste Auto hatte, da war sie ja sehr kalt. Also das ist Mercedes wirklich in die Karten gekommen. Das war jetzt beim Rennen in Ungarn nicht so. Die Pace trotzdem anständig, auch von George Russell am Ende des Feldes hat sich gut durchgearbeitet. Strategisch hat man das Duell gegen Sergio Perez aber verloren, wie vorhin schon erklärt. Und jetzt sind wir schon beim 9. Platz hinter den Top-Teams angekommen, den Yuki Tsunoda am Racing Bulls einfangen konnte mit einer sensationellen Einstoppstrategie, die ich persönlich nicht für möglich gehalten hätte bei den warmen Temperaturen in Ungarn. Wir müssen uns jetzt mal die Strategien im Mittelfeld genauer anschauen, weil wir haben da auch eine Frage reinbekommen zur Strategie von Racing Bulls, nämlich von unserem geschätzten Kanalmitglied F1 Tom Supreme. Frage an Kevin Herrmann, warum hat man bei den Racing Bulls eigentlich Daniel Ricciardo
so eine eigenartige Strategie gegeben. Er war ja mit dem Medium für mein Empfinden viel zu früh an der Box. Hat diese Strategie Daniel vielleicht eine bessere Platzierung gekostet? Denn die Strategie von Yuki Tsunoda ist ja gut aufgegangen mit nur einem Stopp. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an, wieder in der Simulation. Man muss natürlich schon sagen, im Mittelfeld mit den Strategien, das ist immer Chaos. Das ist auch sehr, sehr schwer zu lesen als Zuschauer. Weil wir konnten zum Beispiel sehen, Nico Hülkenberg, der hat den ganz frühen Undercut gemacht, in Runde 2 schon der Boxenstopp auf die harten Reifen. Aber auch andere Fahrer, Albon, Magnussen, schon in Runde 6 drin gewesen. Das sehen wir immer wieder im Mittelfeld, weil jeder will den Undercut machen, um auf der Strecke vorne zu sein, weil gefühlt keiner freie Fahrt hat. Alle haben eine relativ ähnliche Pace, das Überholen ist quasi unmöglich im DRS-Zug. Deswegen sehen wir immer diese Extremstrategien von frühen Undercuts oder ganz langen Overcuts, wie es zum Beispiel Yuki Tsunoda gemacht hat. Jetzt war es bei Daniel Ricciardo so, er war ja hinter Magnussen und Albon schon im ersten Stint und auch hinter den beiden Aston Martins. Ja, Magnussen und Albon kamen sogar noch eine Runde früher rein als Daniel Ricciardo. Also das, ja, kann man wirklich mit einem Fragezeichen versehen, warum man ihn da reingeholt hat, weil er hat keinen Reifenvorteil dann gehabt gegen Albon und Magnussen. Wahrscheinlich war es so ein bisschen der Versuch, nach vorne die Aston Martins zu undercutten, vielleicht auch im Zusammenspiel mit der Strategie von Tsunoda. Mit einem frühen Stopp von Ricciardo die Aston Martins früh an die Box holen, damit Yuki Tsunoda die extreme Overcut-Strategie setzen kann. Also das könnte ich mir denken, dass man das bei Racing Bull so geplant hat. Was wir ja sehen können, Yuki Tsunoda mit der Einstopp, ich würde mal sagen, die hat eigentlich auch nur wirklich funktioniert, weil ja, das wahrscheinlich so ein bisschen geklappt hat. Alonso kam früh an die Box, hatte dann hier Verkehr mit Nico Hülkenberg und mit Pierre Gasly. Lance Stroll wurde da auch aufgehalten. Das heißt, das hat so ein bisschen gekostet bei Aston Martin. Ohne den Verkehr hätte man vielleicht Yuki Tsunoda gegen Ende des Rennens noch überholen können. Deswegen wäre das so meine Deutung der Strategie der Racing Bulls, quasi mit Ricciardo die Aston Martins früher in die Box locken und dadurch mit Yuki Tsunoda profitieren. Aber wir sehen das im Mittelfeld immer wieder. Sehr, sehr kuriose Strategien. Wie gesagt, entweder früher Undercut oder lange Overcut. Um die Frage also final zu beantworten, wäre für Daniel Ricciardo eine bessere Strategie möglich gewesen? Definitiv ja. Die Frage, die sich dann aber anschließt, wäre Yuki Tsunoda dann noch Neunter geworden? Ja, schwer zu beantworten. Wir bleiben jetzt mal im Mittelfeld und behandeln mal so die anderen Teams so ein bisschen und fangen mal mit Haas an. Da hat man ja jetzt schon gemerkt, auch wenn wir uns die Rennpace nochmal anschauen, da war man jetzt eigentlich schon eher hinter Racing Bulls und auch hinter Aston Martin, ehrlicherweise. Ja, das Update, was man in Silverstone gebracht hat, das hat definitiv einen Fortschritt gebracht, aber auch schon wie so ein bisschen vermutet, Österreich und Silverstone, das waren immer Paradestrecken für Haas, weil es absolute Effizienzstrecken sind. Du brauchst einen sehr, sehr guten Topspeed auf den Geraden, hoher Vollgasanteil, aber auf der anderen Seite musst du gut sein in den schnellen Kurven. In Ungarn war es jetzt so, wir hatten eher mittelschnelle Kurven und wenige Geraden. Haas war trotzdem auf den Geraden stark, aber man konnte eben nicht genug Zeit holen. Also deswegen rechne ich da in Belgien wieder mit einer stärkeren Haas-Pace. Wenn wir jetzt bei den anderen Mittelfeldautos bleiben, vielleicht da auch nochmal das Entwicklungsrennen uns aufmachen. Und da ein bisschen auf Alpine schon, die muss man schon sagen, die sind jetzt wieder so ein bisschen zurückgefallen, ehrlicherweise. Da gab es ja ein paar Updates zu Saisonbeginn, das war glaube ich um Miami rum, wo man dann das Gewicht des Autos stark reduziert hat, da ging es dann auch stark nach vorne. Man sieht auch ehrlicherweise, wenn wir bei Alpine uns das mal anschauen, in der rechten Spalte, man ist auch immer noch weiter näher rangekommen, aber die anderen Mittelfeldteams haben auch große Sprünge nach vorne gemacht. Ja, außer ehrlicherweise Sauber, die sind sogar noch zurückgefallen, da gab es jetzt ja ein großes Update in Ungarn. Ja, also ob das jetzt so gut funktioniert hat, sei mal so dahingestellt. Ungarn, es ging ja eigentlich ganz gut los am Freitag. Die Strecke liegt dem Auto eigentlich. Also wenn das Auto irgendwelche Stärken hat, was ja eigentlich nicht vorhanden ist, ehrlicherweise, dann sind es die mittelschnellen Kurven und irgendwie sind das auch diese Austragungsorte bei relativ warmen Temperaturen. Also wir hatten das in den letzten Jahren auch immer wieder gesehen, wenn es heiß ist und es mittelschnelle Kurven gibt, dann ist Sauber gut. Das war zum Beispiel in Bahrain so, das war in Katar so oder auch letztes Jahr in Ungarn. Ja, und man hat es trotzdem nicht in die Punkte geschafft dieses Mal. Deswegen wieder eigentlich fast eine vergebene Chance für Sauber. Und ja, wie auch schon im letzten Video gesagt, es wird ganz schwer, noch von diesem 10. WM-Platz abzukommen. Um den großen Preis von Ungarn aus strategischer Sicht noch rund zu machen, müssen wir uns noch mit den Reifen beschäftigen, die ja am gesamten Wochenende das bestimmte Thema waren. Temperaturen von über 30 Grad, die weichste Reifenmischung, die Pirelli zu bieten hat, war vor Ort C3 bis C5 und uns hat eine Frage erreicht von Thomas Schmiedig. Kevin Herrmann, nochmals eine Frage zum Video. Wie kann es sein, dass es innerhalb der verschiedenen Teams solch große Unterschiede bei der Reifenabnutzung gibt? Tsunoda fährt mit nur einem Stopp in die Punkte und bei anderen reichen zwei Stopps fast nicht mal aus.
weil die Reifen kochen. Ja, gute Frage, ehrlich gesagt. Ich habe mir die Reifendaten nach dem Rennen mal angeschaut. Laut unseren Daten bei Pacetech war der Medium ja schon mit Abstand der beste Rennreifen. Der hatte die beste Pace und ehrlicherweise sogar den besten Reifenverschleiß. Wobei, ich habe mir auch dann nochmal die Pressemitteilung von Pirelli durchgelesen. Die haben auch gesagt, es ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Wir haben ja zum Beispiel Mercedes gesehen, die einmal Medium und zweimal hart gefahren sind. Die anderen Top-Teams sind zweimal Medium und einmal hart gefahren. Und Pirelli sagt halt auch, man muss da wirklich auf die Charakteristiken, des Autos schauen, welche Reifensorte am besten zum Auto passt. Und bei Mercedes passt der harte Reifen, der C3, wahrscheinlich besser als der C4. Trotzdem, laut unseren Daten, der harte Reifen ungefähr 2 Zehntel pro Runde langsamer als der Medium. Ja, und zum Thema des Reifenverschleißes. Wir konnten ja schon sehen über den kompletten Saisonverlauf, dass Racing Bulls sehr, sehr gut ist beim Reifenmanagement. Eigentlich neben McLaren und Ferrari, das sind eigentlich die drei Teams, die beim Reifenmanagement bisher am besten waren. Auf der anderen Seite haben wir Teams gesehen, wie vor allem halt Sauber, auch Alpine und Red Bull, die sich da ein bisschen schwerer getan haben. Und es ist auch einfach so, diese Autos, die sind so fragil und sowas von sensibel, wenn man da so ein paar Grad von der Temperatur, von der Idealtemperatur abweicht. Ja, dann kann das ganz schlecht enden, weil du kommst dann in so eine Negativspirale rein. Wenn du die Reifen ganz marginal überhitzt, aber wir haben in Ungarn sehr, sehr viele aufeinanderfolgende Kurven, dann geht das dann immer weiter und die Reifentemperatur wird immer heißer. Das heißt, es ist wirklich, ja, es sind ganz kleine Details. Du musst die Reifen wirklich perfekt im Fenster haben, damit du da gut über die Runden kommst. Ich habe mir das zum Beispiel auch mal angeschaut, die Daten im letzten Sektor. Da ist nämlich auch aufgefallen, vielleicht anschließend noch zur Frage, die wir auch hatten von Max Verstappen und dem Topspeed, warum er da nicht vorbeikam. Es war tatsächlich so, Lewis Hamilton war sau stark im letzten Sektor und ich kann mir das nur erklären, dass er da die Reifen eben noch nicht überhitzt hat im letzten Sektor. Ganz anders zum Beispiel als Charles Leclerc, der war im Schnitt über das Rennen 2 Zehntel langsamer im letzten Sektor als Lewis Hamilton und Ferrari hat da wahrscheinlich die Reifen ein bisschen mehr überhitzt und deswegen hat sich Leclerc auch überholen lassen von Max Verstappen und Lewis Hamilton eben nicht. Also das sind eben diese kleinen Unterschiede bei den Reifen, die wir immer wieder sehen. Die Temperaturen haben riesige Auswirkungen, hatten wir auch in Silverstone gesehen, da war Mercedes sehr stark bei den kalten Temperaturen. Deswegen würde ich auch denken, wenn wir 15 Grad weniger gehabt hätten in Ungarn, wäre der Sieger vielleicht ein ganz anderer gewesen. In dieser Woche steht nun also das letzte Rennen vor der Sommerpause an. Die Formel 1 reist nach Spa-Francorchamps zum großen Preis von Belgien. Und wir wollen natürlich so ein bisschen vorausschauen, wer da die besten Karten hat. Und wenn man sich die Vergangenheit oder die letzten Jahre so ein bisschen anschaut, dann muss man eigentlich sagen, eine noch größere Paradestrecke als Belgien gibt es für Red Bull wahrscheinlich nicht. Also für mich ist Red Bull der Favorit in Belgien. Wenn sie das Rennen nicht gewinnen, glaube ich, dann haben sie ein ernsthaftes Problem im Kampf um die Konstrukteursmeisterschaft. Was allerdings noch so ein kleines Fragezeichen ist, wir haben ja diese ja, Diskussion immer wieder gehört, Max Verstappen und der Motor, da droht ja noch eine Strafe in der Saison, da bin ich mal gespannt, vielleicht zückt man die ja auch jetzt schon in Belgien, das hat man in den letzten Jahren gemacht, da ist dann Verstappen immer durchs Feld geflügt und hat dann trotzdem gewonnen. Also das könnte vielleicht so ein bisschen das Rennen nochmal aufheizen, eine Gridstrafe von Max Verstappen. Ja, was das sonstige Kräfteverhältnis angeht, ich rechne, McLaren wird der erste Konkurrent sein von Red Bull. Die schnellen Kurven liegen dem Auto. Den Topspeed hat man auch verbessert. Da ist man noch nicht ganz auf dem Niveau von Red Bull, gerade was die Effizienz angeht. Trotzdem denke ich, McLaren wird ein harter Konkurrent für Red Bull werden. Dahinter, glaube ich, für Ferrari könnte es wieder ein bisschen schwieriger werden. Topspeed ist zwar eigentlich okay, dafür haben wir jetzt wieder mehr schnellere Kurven, also schneller als in Ungarn. Das war ja so das Problem in den Rennen davor in Österreich und in Silverstone, dass da das Bouncing wieder kam. Jetzt hat man ja wieder einen neuen Unterboden gebracht in Ungarn. Vielleicht hat man das Problem gelöst. Trotzdem für mich Ferrari eher nur die vierte Kraft. Mercedes für mich dafür die dritte Kraft. Ich glaube, beim Topspeed fehlt auch noch so ein bisschen auf Red Bull, was die Effizienz des Autos angeht. Trotzdem sollte man da eine ganz gute Rolle spielen. Und was das Mittelfeld angeht, rechne ich, dass Haas das schnellste Auto haben wird, weil es ist wieder mehr eine Effizienzstrecke, wie wir es auch in Silverstone und Österreich hatten. Das heißt, Topspeed wichtig, da ist man ohnehin sehr gut. Schnellen Kurven sind wichtig, da ist man auch sehr gut. Sollte Haas also entgegenkommen. Aston Martin, glaube ich, dieses könnten auch ganz gut dabei sein. Man hat definitiv den Luftwiderstand, gerade im Vergleich zum Vorjahr, da war man ja sehr, sehr langsam auf den Geraden, ist definitiv besser in diesem Jahr und die Probleme scheint man auch so größtenteils in den Griff bekommen zu haben. Beim Thema Reifenmanagement hat man sich jetzt klar verbessert, das kann man aus den Daten herauslesen. Vielleicht fehlt noch so ein bisschen diese ja, ultimative Pace, die man im letzten Jahr hatte, gerade über eine Runde, auch Anfang des Jahres noch. Das fehlt vielleicht so ein bisschen noch, aber trotzdem denke ich, Haas, Aston Martin vielleicht mit guten Karten. Auf der anderen Seite Alpine, PS-Defizit, glaube ich, da wird es eher ganz schwer. Was die Strategie angeht, im Vorjahr hatten wir eine Zwei-Stopp-Strategie. Pirelli bringt den C2 bis C4 Reifen mit. Es kommt immer so ein bisschen auf die Temperaturen drauf an.
Es soll relativ warm werden, so um die 24 Grad. Also es könnte ehrlicherweise relativ eng werden zwischen 2-Stopp und 1-Stopp. Das Boxenstopp-Delta ist aber tatsächlich relativ gering, weil man die erste Kurve abkürzt. Deswegen wahrscheinlich schon eher 2 Stopps zu erwarten. So viel also zu den strategischen und datentechnischen Brennpunkten zum großen Preis von Ungarn. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch jetzt am besten ein Like da und abonniert den Kanal, um in Zukunft auch keine Datenvideos mehr zu verpassen. Jetzt könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal die Analyse des Rennens mit Christian Immervoll und Kevin Scheuren anschauen, die natürlich über das Funkfiasko bei Red Bull und natürlich auch bei McLaren berichtet haben.